Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Wochenspruch für diesen Sonntag, im 17. Sonntag nach Trinitatis, soll uns zu diesem Anlass in besonderer Weise begleiten. Er steht im 1. Johannesbrief im 5. Kapitel. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Liebe Gemeinde in und um Ansbach, hier in St. Johannes und in St. Umbertus und an den Bildschirmen zu Hause, liebe Familie Büttner, lieber Bruder Dr. Matthias Büttner. Heute Abend werden die Gewinner der Wahl feststehen. Wir werden Bilder von Menschen sehen, die sich sehr freuen, aber auch Bilder von Niedergeschlagenheit, Enttäuschung und Trauer. Gewinnen ist schön, ob bei Mensch ärgere dich nicht im Sport, bei einer Wahl oder einer Bewerbung um die neue Stelle. Die Sieger können sich freuen. Lieber Matthias, auch du hattest Erfolg mit deiner Bewerbung für die Dekansstelle in Ansbach. Der Landeskirchenrat und dann auch das Wahlgremium haben dich gewählt, den Dekanatsbezirk zu führen. Und du freust dich darüber sehr, das weiß ich. Mit dir auch deine Familie, sofern sie noch mit nach Ansbach umgezogen ist. Christina, Laura und Pia. Aber euch alle, auch Clara und Johanna, heiße ich herzlich willkommen. Ich wünsche euch, dass ihr euch gut einlebt und ankommt am neuen Ort, im neuen Haus. Bei meinem Besuch bei euch hatte ich das Gefühl, das passt. Lieber Matthias, die neue verantwortungsvolle Aufgabe reizt dich, fordert dich heraus. Die aktuellen Prozesse unserer Landeskirche, Landesstellenplanung, Profil und Konzentration brauchen dein Augenmerk. Die Immobilien- und Pfarrhauskonzeption in Ansbach und im Dekanatsbezirk sind eine große Aufgabe. Personalführung und die Begleitung von Haupt- und Ehrenamtlichen sind wichtig. Die Verwaltung und ihre Reform, damit Pfarrer und Pfarrerinnen endlich entlastet werden und ihre Kernaufgaben erledigen können, brauchen deine Unterstützung. Die Zusammenarbeit mit der Diakonie vor Ort ist essentiell für unsere Kirche. Und das ist längst nicht alles, was man von dir erwartet. Du übernimmst hier einen großen Dekanatsbezirk mit vielen Aufgabenbereichen. Und ihr müsst hier gemeinsam euch den veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen stellen und neue Wege finden, um die Menschen mit der frohen Botschaft zu erreichen. Ich weiß, du hast Respekt vor dieser großen Aufgabe, aber du freust dich. Du freust dich, im evangelischen Kernland Dekan sein zu dürfen. Neulich bei unserer Arbeitsgemeinschaft mittelfränkischer Dekanate sagtest du, ich gehe aus dem Haus raus und um die Ecke ist es schon wieder evangelisch. Kurze Wege, evangelische Gemeinden überall, hohe Wertschätzung der Kirche bei den Repräsentanten des öffentlichen Lebens, präsente evangelische Geschichte und hohe Kirchenverbundenheit. Ich freue mich heute auch, weil wir bisher schon eng zusammengearbeitet haben und dies nun hier in Ansbach auch weiterführen werden, in freundschaftlicher Verbundenheit. Und es dürfen sich viele auf dich freuen, auf einen engagierten, erfahrenen, tatkräftigen und fleißigen Dekan, der sich gerne in das Leben der Stadt und des ländlichen Dekanatsbezirks einbringt. Dieser
Dieser 17. Sonntag nach Trinitatis steht unter dem Motto: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Christen und Christinnen stehen in einer Distanz zur Welt, aber nicht in der Ferne, sondern in der Nähe. Es ist eine kritische Distanz, die gleichzeitig auch von Solidarität mit der Welt, in der wir leben, geprägt ist. Die Welt wird also nicht verachtet, sondern geliebt. Sie steht unter dem Vorzeichen der Versöhnung. Die ist der Sieg. Als Pfarrer und Dekan bist du mit dem Amt bekleidet, das die Versöhnung predigt. Die Versöhnung mit Gott in Christus, der seine Menschen und diese Welt liebt und erlöst, rettet, heilt und ihr Frieden bringt. Eine Wahl zu gewinnen reicht nicht. Es gilt jetzt, sich den anstehenden Problemen zu stellen und sie zu lösen. Der Glaube kann dabei helfen, weil er Polarisierungen und Streit überwinden will, um der Menschen willen. Das gilt in der Welt, aber auch in der Kirche. Denn auch da kommt es darauf an, sich immer wieder gemeinsam auf den Weg zu machen, das Ganze im Blick zu behalten, Befindlichkeiten und Eigeninteressen hinten anzustellen. Wir sollen unseren Beitrag dazu leisten, dass wir in einer befriedeten Gemeinschaft leben, über Grenzen hinwegschauen und zusammenarbeiten können und gerade auch die Schwachen besonders im Blick haben. Dazu sollst und willst du deinen Beitrag leisten, durch dein Führungsverhalten und deine Verkündigung in Wort und Tat. Gott schenke dir dazu seinen Geist, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. Wir führen Dr. Matthias Büttner ein, indem wir Gottes Wort hören und für ihn beten. Wir bekennen uns zu dem einen Gott und bitten so um seinen Heiligen Geist. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Lieber Bruder Matthias Büttner, bist du bereit, den Dienst eines Pfarrers in der St. Johannesgemeinde in Ansbach und zugleich den Dienst des Dekans des Dekanatsbezirks Ansbach zu übernehmen, mit der Dekanatssynode, dem Dekanatsausschuss, dem Kirchenvorstand und allen, die im Dekanatsbezirk und in der Gemeinde Dienst tun, zusammenzuarbeiten und dein Amt so zu führen, wie du es bei deiner Ordination versprochen hast, zur Ehre Gottes und zum Wohl der Gemeinde, so bezeuge es vor Gott und dieser Gemeinde mit deinem Ja. Ja, ebenso frage ich euch, die Mitglieder der Gremien, die mit dem Amt besonders verbunden sind, die Pfarrer und Pfarrerinnen, die Mitarbeitenden des Dekanatsbezirks und der Kirchengemeinde und die ganze versammelte Gemeinde. Seid ihr bereit, Matthias Büttner als euren Dekan und euren Pfarrer anzunehmen? Wollt ihr ihn in seinem Dienst unterstützen und ermutigen? Und versprecht ihr, mit ihm zusammen dem Aufbau der Kirche zu dienen? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Lieber Bruder Matthias Büttner, im Gehorsam gegen den Auftrag, den der Herr seiner Kirche gegeben hat, und im Vertrauen auf seine Verheißung, führen wir dich ein in das Amt eines Dekans im Dekanatsbezirk Ansbach und zugleich in das Amt eines Pfarrers in der St. Johannesgemeinde in Ansbach. Tu deinen Dienst in der Furcht Gottes mit Liebe und Treue. Und nun knie nieder, dass wir für dich beten und dich mit Auflegen der Hände segnen. Lasst uns gemeinsam beten, wie der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Du treuer Gott, Geber guter Gaben, wir danken dir für unseren Dekan Matthias Büttner. Wir bitten dich, gib ihm den Heiligen Geist, dass er dein Wort recht verkündigt und deiner Kirche mit den Sakramenten nach deinem Willen dient. Bewahre ihn in Anfechtung und Zweifel. Schenke ihm Mut und Klarheit. Gib ihm Geschick, Menschen ins Gespräch zu bringen, Gegensätze zu überbrücken und den Ausgleich zu fördern. Erhalte die Kirche und alle, die ihr dienen, in deiner Wahrheit, bis an den Tag, an dem du dein Reich vollenden wirst in Herrlichkeit. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Matthias Büttner, der Segen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, komme auf dich und bleibe bei dir jetzt und alle Zeit. Amen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn.
dass ich verkündige all dein Tun. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Offenbarung 3, Vers 11. Halte, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Christus spricht: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Trage dieses Kreuz zum Zeichen deines Amtes. Es soll dich und die Menschen, die dir begegnen, erinnern an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus. Geh hin im Frieden des Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, in der Verkündigung derer, die dazu ordnungsgemäß berufen sind, sollt ihr das Wort Gottes suchen und hören. Achtet den Dienst eures Pfarrers und Dekans Matthias Büttner. Steht ihm bei und betet für ihn. Prüft seine Worte an der Heiligen Schrift. Denn ihr seid alle durch die Taufe dazu berufen, den Glauben vor der Welt zu bezeugen. Gott schenke euch dazu seinen Geist. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes beten. Ihr Herr segne Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, es war um das Jahr 1997. Der Fall der Mauer lag noch keine 10 Jahre zurück. Ich war Assistent an der Universität Erlangen und musste zu einer Konferenz nach Greifswald fahren. Das liegt kurz vor der Grenze zu Polen an der Ostsee. Im Zugabteil saß ich zusammen mit einem Professor unserer Fakultät, mit dem ich bisher nicht so viel zu tun hatte. Wir fuhren im Schneckentempo durch Berlin, weil damals an allen Ecken und Enden dort gebaut wurde. Der Professor überraschte mich aus dem Zug heraus mit einer spannenden Stadtführung. Und dann wurde er ernst. Ich wusste, dass er aus Berlin kam. Nun erzählte er mir, dass sein Vater Pastor in Ostberlin war zur Zeit der DDR. Und dann verriet er mir, dass in den Jahresberichten seines Gymnasiums bei ihm stets stand: Beruf des Vaters, aussterbende Intelligenz. Dem gestandenen Professor war die damals zugefügte Verletzung noch immer anzumerken. Der Vater, ein von Staats wegen gewolltes Auslaufmodell. Es ist ja schon peinlich genug, wenn man als Vater auf den Beruf seines, als Kind, als Schüler auf den Beruf seines Vaters angesprochen wird. Aber wie schlimm muss es sein, so öffentlich an den Pranger gestellt zu werden? Tatsächlich war es in der damaligen DDR üblich, Menschen, die sich zu Glaube und Kirche bekannten, derart vorzuführen. Kirche und christlicher Glaube ein Auslaufmodell? Heute, gut 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, lese ich und höre ich in Zeitung und Fernsehen vom Bedeutungsverlust der Kirche. Klar, die hohen Austrittszahlen. Zuweilen meine ich allerdings auch Häme zu spüren, nach dem Motto: Wer braucht denn heute noch Kirche und Glaube? Der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry, bekannt durch das Büchlein vom kleinen Prinzen, sagte einst: Man kann doch auf die Dauer nicht leben von Kühlschränken, Politik, Finanzen und Kreuzworträtseln. Man kann doch nicht leben ohne Dichtung, ohne Farbe, ohne Liebe. Und ich erkenne, man kann doch nicht leben ohne Glaube. Der Apostel Paulus erinnert uns heute daran, wie lebenswichtig der Glaube ist. Paulus schreibt im 10. Kapitel seines Römerbriefes: Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Im Griechischen steht da Sothese, gerettet. Also darunter geht es offensichtlich nicht. Christiane Lutz ist Theaterredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung. Sie schreibt: Seltsamerweise ist es vor allem in großstädtischen Akademikerkreisen total akzeptiert, zum Yoga zu gehen und dort im Dunkeln Om zu summen. Wer sich für ein Schweigeseminar anmeldet, ist ein tiefgründiger Typ. Und wer wie verrückt jedes Wochenende auf Berge rennt, ist in Kontakt mit der Natur.
aber ein Gebet zu sprechen, um sich zu erden, wie seltsam. Bin ich also als Christ ein Sonderling, der mit seinem Glauben irgendwie peinlich rüberkommt? Ich bitte nicht falsch verstanden zu werden. Als Christenmensch muss ich hierzulande keine Nachteile befürchten. Im Gegenteil, am 1. September durfte ich meinen Dienst hier beginnen und meine Frau und ich, wir haben nur offene Türen und freundliche Menschen vorgefunden. Ich nehme aber auch wahr, dass die Zahl der Menschen zunimmt, die zu Glaube und Kirche nicht einmal eine Meinung mehr haben, wo es nicht mal mehr einen Funke von Bereitschaft gibt, darüber sich Gedanken zu machen. Das ist noch etwas völlig anderes als wie bei dem großen Philosophen Jürgen Habermas, der einmal von sich bekannte, er sei religiös unmusikalisch. Ich kann unmusikalisch sein, aber die Bedeutung von Musik durchaus wahrnehmen und anerkennen. Beim Thema Glaube scheint mir das zurzeit recht wenig der Fall zu sein. Christiane Lutz, die Theaterredakteurin, schreibt weiter und beklagt sich zu Recht. Ernsthafte Gespräche über den Glauben finden außerhalb von religiösen Institutionen praktisch nicht mehr statt. Glaube, heißt es, sei Privatsache. Auch darüber muss man einmal reden. Ja, und darüber möchte ich reden. Glaube ist nicht einfach nur Privatsache. Wie großartig ist es, an einen Gott zu glauben, der unsere Welt erschaffen hat und sie erhält, der ein Ziel für diese Welt hat, ein Ziel für jeden und jede von uns, der dafür Mensch geworden ist und dann an den wir uns als Menschen wenden können und mit dem wir unser Leben leben können und versuchen können, es zu schaffen. Wie großartig ist es doch, dass ich als Mensch mit beiden Beinen im Leben stehe und doch Sinn und Geschmack fürs Unendliche entwickeln kann. Ja, der Glaube gibt Orientierung und er ist so etwas wie ein Koordinatensystem. Es gibt einen Western mit Kirk Douglas aus dem Jahr 1959. Ich wage nur deshalb davon zu berichten, weil in der evangelische Filmbeobachter seinerzeit diesen Western, Zitat, als spannenden Edelwestern geeignet für Erwachsene ausgeschrieben hat. Also, Kirk Douglas, Sohn bettelarmer jüdischer Emigranten aus Osteuropa in die USA, der es dann als Schauspieler zu Weltruhm gebracht hat. Er spielt in diesem Film einen US-Marshal namens Morgan, der mit einer Indianerin verheiratet ist und mit ihr einen Sohn hat. Schon das war im Jahr 1959 eine Art von Glaubensbekenntnis. Eines Tages werden Sohn und Mutter von Cowboys überfallen. Die Mutter wird ermordet, der Sohn kann entkommen. Morgan spürt die Mörder in einer Stadt auf, wo alles nach der Pfeife eines großen Rinderbarons tanzt und darum auf Recht und Gesetz gepfiffen wird. Es gibt eine Schlüsselszene. Da verweigert der Sheriff der Stadt dem Marshal die Unterstützung mit der Begründung, dass er sich nicht unnötig in Gefahr begeben möge. Da packt Morgan den im Schreibtischstuhl gemütlich sitzenden Sheriff bei den Schultern und sagt, dass er an Recht und Gesetz glaubt und daher die Mörder seiner Frau vor Gericht stellen wird. Und wer bei dieser Szene das Blitzen in den Augen von Kirk Douglas sieht, der spürt, dass das der Schauspieler in dem Moment nicht nur spielt, sondern es ganz ernst meint. Glauben schenkt Kraft zum Widerstehen, wenn es darauf ankommt. Und da gibt es unglaubliche Zeugnisse. Im
November 2019, ich werde es nie vergessen, nahm ich am Gedenken anlässlich des 30. Jahrestages des Mauerfalls in der Stadtkirche in Meiningen, in meinem ehemaligen Nachbardekanat in Thüringen teil. Wir feierten das Friedensgebiet wie damals in der Kirche und zogen danach, genau wie vor 30 Jahren, den Weg aus der Kirche heraus durch die Stadt bis zur ehemaligen Stasi-Zentrale. Neben mir lief ein Mann im fortgeschrittenen Alter. Er sagte zu mir, er war damals als Pfarrer mit dabei. Und als Sie damals vor 30 Jahren aus der Stadtkirche auszogen, waren Sie sich nicht sicher, ob nicht auf Sie das Feuer eröffnet würde. Losgezogen sind Sie damals trotzdem. Und so war es, dieses kleine Beispiel bezeugt es, so war es die Kirche, die in der ehemaligen DDR den Raum für den Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit und den Glauben an Gottes Reich bot. Ein letztes Mal Christiane Lutz, die Theaterredakteurin. Sie schreibt, angenommen, es gäbe einen Ort, an dem sich Menschen begegnen, um ihre Freude über das Leben zu teilen, aber auch ihre Zweifel, ihre Ängste und ihre Dankbarkeit. Und die sich alle an diesem Ort in dem gemeinsamen Gefühl einig sind, einer Grundannahme, dass das alles einen Sinn hat und dass es eine Kraft gibt, die ihre Hand über uns hält. So beschreibt sie Kirche. Und ihre Beschreibung liegt nicht weit weg von der meinigen. Am 11. September dieses Jahres jährte sich 9/11, also der Terrorangriff auf die USA durch gekaperte Passagierflugzeuge zum 20. Mal. In einer dazu gemachten neuen Dokumentation kommen Zeitzeugen zu Wort, oft mit zu Tränen rührenden Schilderungen dessen, was damals passiert ist. In den beiden Türmen des World Trade Center und dem Pentagon, die beide durch von Terroristen gekaperten Verkehrsflugzeugen absichtlich getroffen wurden. Oder dem vierten Flugzeug, das todesmutige Passagiere, um weiteren Schaden zu vermeiden, zum Absturz brachten und so den eigenen Tod wählten, nachdem sie per Handy von den anderen Anschlägen erfuhren. In dieser Dokumentation sprechen die Menschen so offen und unverkrampft von ihrem Glauben, von ihren Gebeten, vom Gebet angesichts des nahenden Todes, von Gebeten für Menschen, die es nicht mehr schafften und von Gebeten angesichts des Unbegreiflichen. Der Glaube ist so wichtig für unser Leben. Am Ende seiner Ausführungen schreibt Paulus, so kommt der Glaube aus der Predigt. Ganz wörtlich übersetzt heißt es, der Glaube kommt aus dem Hören. Und wenn ich die Erneuerungsprozesse in unserer Kirche recht verstehe, dann geht es letztlich darum, dieses hohe Gut Glaube wieder ganz bewusst und an manchen Punkten auch ganz neu zur Sprache, zum Hören zu bringen. Auch den Menschen gegenüber, die ihren Glauben scheinbar verloren zu haben scheinen. Wir alle hier in dieser Kirche sind an dieser wunderbaren Aufgabe beteiligt, entweder als Hauptamtliche oder als Nebenamtliche oder Ehrenamtliche. Und ich möchte Ihnen heute sagen, wie wichtig und verheißungsvoll dieser Dienst ist, Glaube zur Sprache zu bringen. Wir werden dadurch gerettet, schreibt Paulus. Und der Wochenspruch aus dem 1. Johannesbrief bringt es auf den Punkt, ohne triumphalistisch überinterpretiert zu werden. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wenn wir nun im Gebet vor Gott kommen, wollen wir Freud und Leid aus unserer Gemeinde vor Gott bringen. Zwei Kinder wurden heute getauft, Niklas Enser und Isabella Neuss. Und Abschied genommen haben wir in der vergangenen Woche von Konrad Gerner. Er ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Und von Christa Manger. Sie ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Stimmen Sie bitte jeweils in die Bitte, wir bitten dich, Herr, erhöre uns ein. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, in Liebe begegnest du uns und willst, dass wir dir vertrauen. In der Gemeinde können wir unseren Glauben miteinander leben. Als Schwestern und Brüder helfen wir einander zum Glauben. Für all das danken wir dir. Voll Vertrauen kommen wir mit unseren Bitten zu dir. Für unsere Verstorbenen Konrad Gerner und Christa Manger bitten wir dich. Schenke ihnen den ewigen Frieden,
und stärke in ihren Angehörigen das Vertrauen, dass ihre Lieben nun bei dir geborgen sind. Für die beiden Kinder, Isabella und Niklas, bitten wir, dass du sie auf ihrem Lebensweg behütest und dass sie lernen, auf dich zu vertrauen. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich um Frieden und Gerechtigkeit in der Welt. Schenk den politisch Verantwortlichen in unserem Land und in aller Welt die Weisheit und den Willen, Wege zum Frieden, zur Gerechtigkeit und zur Bewahrung der Schöpfung zu gehen. Besonders legen wir dir die Menschen in Afghanistan ans Herz. Wir bitten dich heute auch für unser Land, dass die Wahl einen guten Verlauf nimmt und die demokratischen Kräfte gestärkt werden. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für unsere Kirchen und Gemeinden. Stärke dort das Vertrauen auf dich, das Vertrauen von jedem und jeder Einzelnen. Schenke uns Mut und Ausdauer, trotz aller Unterschiede, immer wieder Wege zu suchen, wie wir miteinander unseren Glauben leben können. Hilf, dass wir einander mit Achtung und Respekt begegnen und uns gegenseitig im Glauben stärken. Lass uns in der Ökumene als Botschafter deiner Liebe tätig sein, dass wir glaubwürdig auf Jesus Christus hinweisen. Gib uns stets ein offenes Herz für die Menschen, die unsere Hilfe brauchen, und lass uns für sie da sein. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für unseren neuen Dekan Matthias Büttner. Segne seinen Dienst in unserem Dekanat und in unseren Gemeinden. Schenke ihm ein hörendes Ohr für die Menschen, die ihm anvertraut sind und für die er verantwortlich ist, und für dich. Schenke ihm Kraft für seinen Dienst, für die Verantwortung, die er trägt, und segne sein Tun und Lassen. Schenke ihm die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Wir bitten dich für seine ganze Familie, dass sie einen guten Anfang hier in Ansbach hat und sich bald wohl und heimisch fühlt. Lass uns ihnen offen und herzlich begegnen. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Herr, unser Gott, wie ein guter Vater, wie eine liebende Mutter bist du zu uns. Dafür sei dir Lob und Dank. Amen. Geht nun hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.
Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Zuerst grüße ich ausdrücklich jede und jeden, Sie alle, und danke Ihnen, dass Sie der Einladung zu Gottesdienst und Einführung von Herrn Dekan Dr. Büttner gefolgt sind. Ich finde, in diesen Zeiten ist das ein gutes und wichtiges Zeichen des Willens für das Miteinander, den Zusammenhalt und Gemeinschaft. Wir erleben nun Grußworte von Menschen, denen Dekan Büttner in ganz unterschiedlichen Feldern seiner Tätigkeit zum Teil schon begegnet ist oder begegnen wird. Ich habe um kurze Grußworte gebeten und im Zusammenhang der einzelnen Grußworte werde ich noch einige Gäste unter uns ausdrücklich begrüßen. Namentlich willkommen heißen darf ich aus der Welt der Politik, nach der Liste der Anmeldungen zunächst, Mitglied des Bundestags Herrn Arthur Auernhammer, Mitglied des Landtags Herrn Andreas Schalk, die Regierungsvizepräsidentin Frau Dr. Engelhard Blum von der Regierung von Mittelfranken und Herrn Landrat Dr. Jürgen Ludwig. Ich begrüße Sie herzlich und darf zunächst Frau Dr. Engelhard Blum und gleich anschließend Herrn Landrat Dr. Jürgen Ludwig um Ihre Grußworte bitten. Sehr geehrte Frau Regionalbischofin, sehr geehrter Herr Dekan, werte Ehrengäste, liebe Festgemeinde, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Büttner, an diesem für ganz Deutschland ja bedeutenden Tag im Namen des Freistaats Bayern, aber auch ganz persönlich herzliche Glückwünsche zu Ihrer Amtseinführung überbringen darf und Sie auch als unseren Nachbarn in Ansbach willkommen heißen darf. Ganz herzliche Glückwünsche darf ich Ihnen auch überbringen von unserem Regierungspräsidenten, Herrn Dr. Bauer, den Sie ja auch schon kennenlernen durften. Im Bayern-Atlas lässt sich nachmessen, dass zwischen dem Amtssitz und der Pforte, zwischen Ihrem Amtssitz und unserer Pforte der Regierung von Mittelfranken gerade einmal 450 Meter liegen. Ja, in der alten Residenzstadt Ansbach sind die Wege zwischen Kirche und Stadt kurz. Und das kommt nicht von ungefähr, dienten die beiden Kirchen St. Johannes und St. Humbertus doch in verschiedenen Funktionen den Markgrafen zu Brandenburg-Ansbach, in deren Rechtsnachfolge Freistaat Bayern nach der Krone Preußens und dem Königreich Bayern steht. Derart alte Verbindungen, wissen wir alle, enden nicht von heute auf morgen. Über die staatliche Baupflicht an vielen evangelischen Kirchen sind Staat und Kirche weiterhin verbunden. 221 sind es in unserem ganzen Regierungsbezirk und viele davon im westlichen Mittelfranken als ehemaligen Kerngebiet der Reformation. Aktuelle Berührungspunkte bestehen auch über vielfältige Förderungen, die die Regierung von Mittelfranken als Förderbehörde ausreicht, wie beispielsweise für Kindertageseinrichtungen oder wenn nicht staatliche Stellen Aufgaben der allgemeinen Sozialarbeit übernehmen. Sehr geehrter Herr Dr. Büttner, an Ihrer neuen Wirkungsstätte warten vielfältige Aufgaben auf Sie. Unter anderem wird es auch darum gehen, das soziale Miteinander nach der langen Zeit der sozialen Distanz aufgrund der Corona-Pandemie wieder zu beleben. Die Corona-Pandemie brachte gerade auch für die Kirchen einschneidende Veränderungen mit sich, lebt doch gerade die Kirche von der Gemeinschaft, die in den letzten 1,5 Jahren pandemiebedingt gerade nicht gelebt werden konnte. Und wie Menschen auch in dieser schweren Zeit des Lockdowns
erreichen, hat die Kirche eine große Kreativität entwickelt und neue Wege eingeschlagen. Wie wir alle wissen, mit digitalen Gottesdiensten, audiovisuellen Formaten auf sozialen Plattformen und viel mehr. Inzwischen haben sich ja vor allem durch die Impfungen, Gott sei Dank, in vielen Bereichen wieder Lockerungen und Verbesserungen ergeben, auch für die Kirche. Überall, bei den Kindern, genauso wie bei den älteren Menschen, privat wie im beruflichen Alltag, ist aktuell eine große Sehnsucht nach Gemeinschaft zu spüren. Wir alle brauchen den Austausch und das soziale Miteinander in allen Lebensbereichen, gerade auch in der Kirche. Für diese und auch die vielfältigen weiteren Herausforderungen in Ihrem neuen Amt wünsche ich Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Büttner, von Herzen alles Gute, viel Kraft und Gottes Segen und Ihnen und Ihrer Familie ein gutes Einleben in Ihrer neuen Heimat. Wir an der Regierung von Mittelfranken freuen uns auf eine gute Nachbarschaft und auf ein gutes Miteinander mit Ihnen. Vielen Dank. Sehr geehrte Festgemeinde, herzlich willkommen, Herr Dr. Büttner. Herzlich willkommen, liebe Familie Büttner, im Landkreis Ansbach, im evangelischen Kernland Frankens. Das lässt sich leicht beweisen durch eine Vielzahl wichtiger Einrichtungen, vom Sitz der hochverehrten Frau Regionalbischöfin hier in der Kreisstadt und Regierungshauptstadt, lieber Oberbürgermeister Thomas Deffner, vom Religionspädagogischen Zentrum in Heilsbronn, bis hin zum Wildbad in Rothenburg zurück über den Hesselberg mit seinen Einrichtungen, viel sicher in die wichtige Gemeinde Neuendettelsau mit ihren segensreichen Einrichtungen, die auch in die Welt strahlen. Das ist aber nicht das Einzige. Das andere ist tatsächlich der gelebte Glaube und die gelebte Gemeinschaft in unseren Dörfern, in unseren Gemeinden. Das kann schon mal dazu führen, dass der Landrat sonntags viermal eine Andacht besucht, weil doch bei vielen Gelegenheiten es wichtig ist, dass eine Pfarrerin, ein Pfarrer und Gottes Segen mit dabei ist. Ja, Kirche gibt Heimat, Kirche gestaltet Heimat und die gibt dem Einzelnen viel, sie stärkt aber auch den Zusammenhalt zwischen den Menschen. Und diese Aufgabe, den Spagat zwischen der Seelsorge für den Einzelnen und den Leitungsaufgaben für eine große, komplexe Gemeinschaft, das ist Ihnen, Herr Dekan, von Amts wegen mit auf den Weg gegeben. In den nächsten Jahren kommt natürlich auch Erfreuliches auf uns zu mit dem Jubiläum 500 Jahre Einführung der Reformation 1525 hier in diesem evangelischen Kernland Bayerns. Den Mandatsträgern in der Kommunalpolitik und in der Kirche sind die Menschen anvertraut. Insoweit verbindet uns sehr viel. Das zeigt sich durch die zahlreichen Begegnungen, die wir haben, auch die Zusammenarbeit in der Sache. Die Diakonie ist erwähnt. Mit der Frau Regierungsvizepräsidentin bin ich der Meinung, dass die Corona-Pandemie eine immense Belastungsprobe war und ist. Für den Einzelnen und auch für die Gesellschaft. Wenn man dieser Tage mit offenen Augen sich im öffentlichen Raum bewegt, dann sieht man viele Wahlplakate. Und ich meine, mehr als es bisher der Fall war, sind heruntergerissen, sind zerschnitten, sind überklebt und überschrieben. Ich habe gestern Wahlplakate mit Aufklebern gesehen, wo draufgeklebt wurde, Volksverräter, Lügner und anderes mehr. Wir erleben zuletzt immer mehr Konflikte bis hin zu verbalen Bedrohungen und schweren Körperverletzungen. Ich denke schon, dass Corona zu Beginn viel Positives auch hatte. Ja. Man hat das Stichwort Achtsamkeit wieder entdeckt und was kann ich für den anderen tun? Und das ist in Ordnung ist, mal Hilfe anzunehmen, weil es nicht mehr anders sieht. Und ich glaube, dass wir aus dieser Zeit
zwei Aufgaben haben, das Positive schon rauszufiltern und die beschriebenen Umstände, die Konflikte aufzugreifen, zu versöhnen und zusammenzuführen. Das ist, meine ich, wichtiger denn je. Seitens des Landkreises Ansbach und auch der Bürgermeisterin und Bürgermeister des Dekanates darf ich Ihnen, sehr geehrter Herr Dekan, alles Gute wünschen für die Aufgaben in diesem sehr schönen Dekanat. Ich freue mich darauf, dass wir einen Teil unseres Weges in unserer Aufgabe gemeinsam gehen können. Aus Ihrer Predigt heraus fiel mir der Trauspruch ein, den meine Frau und ich für unseren gemeinsamen Weg uns vorgenommen haben. Bei Timotheus: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich fand, das steckte auch in Ihrer Predigt. Ich wünsche Ihnen nun und Ihrer Familie viel Freude, aber auch die notwendige Gelassenheit und Gottes reichen Segen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dem Oberbürgermeister der Stadt Ansbach, Herrn Thomas Deffner, auch stellvertretend für alle öffentlichen Einrichtungen der Stadt Ansbach und alle Vertreterinnen und Vertreter von Schulen, Ämtern und Institutionen begrüßen zu können. Es hat geklappt. Sie haben es geschafft. Es war knapp. Vielen Dank. Ich bitte Sie um Ihr Grußwort, Herr Oberbürgermeister. Herzliche Gratulation, Herr Dr. Büttner, zur heutigen Installation als Dekan in Ansbach. Die Stadt ist sehr froh darüber, dass die Stelle nach der Ruhestandsversetzung von Herrn Dekan Stiegler wieder besetzt ist. Ich hoffe und wünsche Ihnen, dass sich Ihre Erwartungen an die Stadt Ansbach erfüllen. Soweit das in unserer Macht liegt, will ich dazu gerne nach Kräften beitragen. Die Voraussetzungen dafür sind gut. Die lebendigen kirchlichen Gemeinden stehen in Ansbach in einem kirchenfreundlichen Umfeld. Neben der Erfüllung vieler sozialer Aufgaben finden die Kirchen als bedeutender Kulturträger bei einer aufgeschlossenen Bürgerschaft, etwas moderner ausgedrückt Stadtgesellschaft, regen Zuspruch. Ganz besonders anzuerkennen ist das schon seit vielen Jahren durch zahlreiche bedeutende Amtsträger immer wieder weitergegebene Bemühen um die Ökumene. Auch die höheren Ebenen unserer Kirchen meinen es gut mit Ansbach. Erst vor 2 Wochen durften wir alsbald nach dem Weggang von Frau Pfarrerin Stillerich die Besetzung der vakanten 4. Pfarrstelle mit Herrn Pfarrer Z.A. in Doma feiern. Also, die Rahmenbedingungen sind gut. Mögen Sie doch zu einem reichen Ertrag unser aller Bemühen beitragen. Aus unserer ersten persönlichen Begegnung, die wir bereits hatten, weiß ich, dass Sie ihrerseits mit viel Freude Ihrer neuen Aufgabe entgegensehen. Die Übertragung des Hohen Amtes ist Anerkennung für hervorragende, vielfältige Bewährung. Dessen Anforderungen haben Sie ja schon umrissen. Leitungsaufgaben, die evangelische Schule, die Landesstellenplanung, das Kirchengemeindeamt, viele Immobilien, ein großes diakonisches Werk und vieles weiteres mehr. Der Blick auf die Karriere und ihre Begleiterscheinung ist der weltliche Rahmen. Dieser steht unter dem besonderen Schutz unseres Herrn, wie es in dem berühmten Wort an seine Jünger zum Ausdruck kommt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringet. Das ist eine völlig neue Dimension, denn die entscheidende Erwählung beruht gerade nicht auf unserer Stärke und Leistung, sondern allein auf Gnade. Das gilt natürlich für alle Menschen, aber bei einem lutherischen Pfarrer wird das besonders deutlich, denn es ist ein Kern unseres Glaubens, diesen bei vielen zu stärken. Dabei kommt der Predigt, also der Wortverkündung und Schriftauslegung nach lutherischem Verständnis eine überragende Bedeutung zu. Ich wünsche Ihnen,
Sehr geehrter Herr Dekan Dr. Büttner, dass Ihnen bei allem, was auf Sie zukommen mag an Aufgaben, dafür noch Zeit und Kraft bleiben. Und heute konnten wir das schon erleben. Als ich beim Belesen des Gemeindebriefes wahrnahm, dass der heutige Gottesdienst wegen Corona nur für geladene Gäste zugänglich ist, hat mich das bei allem Verständnis für die Vorsichtsmaßnahmen ein wenig nachdenklich gemacht. Gerade weil die Feier so wunderbar war, Herz und Verstand anrührte, war es zu empfinden, dass unser Herr eigentlich alle lädt und der angebotene Stream auf Neudeutsch die präsente Gegenwart der Communio Sanctorum nicht ersetzt kann. Hoffen wir doch, dass solche, wenn auch berechtigten Begrenzungen für unsere Gottesdienste bald nicht mehr nötig werden und Sie auf einem vollen Gotteshaus predigen können und dürfen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und darf Ihnen zwei Präsente zu Ihrem Amtsantritt überreichen. Zum einen ein Ansbach-Lexikon. Können Sie alles nachlesen, was unserer Stadt wichtig ist und wichtig war und unsere Geschichte bestimmt hat. Und ich habe auch noch einen guten Tropfen für Sie dabei. Man muss dazu nicht von Ansbach aus nach Würzburg gehen. Herr Landrat, der Weg nach Tauberzell in den Landkreis Ansbach ist hier völlig ausreichend und da darf ich Ihnen bereiten. Alles Gute und auch Ihnen, Ihrer Familie, wünsche ich gute Ankunft hier in Ansbach. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, nochmal Gelegenheit auch, die zu grüßen, alle, die in St. Umbertus dabei sind und an den Endgeräten. Ökumene ist mein nächstes Stichwort. Ich will nicht müde werden, immer wieder zu sagen, wir sitzen als Christen in einem Boot, auch wenn wir an unterschiedlichen Plätzen tätig sind. Eine Vielfalt an Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften gibt es in unserer Stadt. Sie, die Vertreterinnen und Vertreter dieser Kirchen und Gemeinschaften, grüße ich von Herzen. Gut, dass wir einander haben, dass wir einander wahrnehmen und das Miteinander suchen und leben. Für die ökumenische Gemeinschaft bitte ich Herrn Domkapitular Dr. Norbert Jung von der Katholischen Kirche um das Grußwort. Sehr geehrter Herr Dekan Dr. Büttner, verehrte Frau Regionalbischöfin, sehr geehrte Ehrengäste, liebe Schwestern, liebe Brüder. Vor ein paar Tagen konnten wir es wieder schwarz auf weiß in der Zeitung lesen. Ihrer Predigt entnehme ich, dass Sie diese Meldung auch wahrgenommen haben. Die Relevanz des Glaubens und der Kirche nimmt in unserer Gesellschaft immer mehr ab, und zwar in einem rapiden Tempo. Für viele, ja für die meisten unserer Zeitgenossen, ist es in ihrem Leben nicht mehr wichtig, was die Kirchen und damit wir Geistliche zu sagen haben bzw. zu sagen hätten. Und das gilt wohl auch, wenn auch vielleicht noch in abgeschwächter Form, für eine Stadt wie Ansbach, die von einem Heiligen gegründet worden ist und deren Herrscher in der Reformationszeit den Ehrentitel der Fromme trug. Und es gilt auch in einem Land, das wohl die längste Zeit von einer Pfarrerstochter regiert worden ist. Über Ursachen und Abhilfen für diesen Trend kann man natürlich trefflich streiten. Aber eines ist klar: Wenn wir Christinnen und Christen nicht mit einer Stimme sprechen, werden wir in Zukunft nicht mehr gehört werden. Und wenn wir hier auf lokaler Ebene nicht zusammenarbeiten, dann schaden wir uns nicht nur selbst, sondern vor allem der Glaubwürdigkeit unserer gemeinsamen Botschaft. Deswegen darf ich als Vertreter der katholischen Kirche, der an dieser Stelle für die Ökumene insgesamt spricht, Sie nicht nur recht herzlich im Kreis der Kirchen hier in Ansbach willkommen heißen, sondern Sie vor allem einladen, so viel als möglich mit einer Stimme zu sprechen und an einem Strick zu ziehen.
Ich habe gelesen, dass Sie Hochschulpfarrer gewesen sind. Das spricht für Aufgeschlossenheit, intellektuelle Brillanz und Innovationskraft eines Theologen. Insofern freue ich mich ganz persönlich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Ihnen. Ich darf Ihnen im Namen der Schwesterkirchen hier in der Region für die Zukunft alles Gute und Gottes Segen wünschen. Zum Tätigkeitsbereich des Ansbacher Dekans gehört auch ein durch die Größe des Dekanats bedingt kleinerer Anteil Gemeindearbeit. Dieser kleinere Stellenanteil ist aber eine wichtige, beständige und lebendige Erinnerung. Die Gemeinden, die Menschen vor Ort in ihrem Lebensumfeld, was sie beschäftigt, was sie von Gott trennt und was sie mit Gott verbindet und auch wieder ganz neu verbinden kann. Die Gemeinden, die Menschen vor Ort sind es, die kirchlichem und auch kirchenleitendem Handeln um Gottes Willen letztlich und zutiefst am Herzen liegen müssen. Für die Pfarrei St. Cumbertus St. Johannes, deren Kirchenvorstände ich herzlich begrüße, bitte ich die Vertrauensfrau von St. Johannes, Frau Karin Schlötterer, um das Grußwort. Sehr geehrter Herr Dekan Dr. Büttner, verehrte Frau Büttner, Familie Büttner, geehrte Gäste, Ehrengäste und nicht zuletzt liebe Gemeinde. So wie für die Bundesrepublik Deutschland heute wegen der Bundestagswahl ein wichtiger Tag ist, so ist auch für die Kirchengemeinde St. Johannes und somit für die Pfarrei St. Cumbertus Johannes ein besonderer Tag. Der neue Dekan wird in sein Amt eingeführt. Damit wechselt nicht nur ein Verwaltungsposten, sondern Sie, Herr Dekan Dr. Büttner, übernehmen die verantwortungsvolle Aufgabe eines Pfarrers, was Sie in unserer Gemeinde ja auch sind. Für die Menschen dieser lebendigen Gemeinde mit ihren Predigtstellen Steingruberstraße, Hennenbach und Obereichenbach sowie den interessanten umliegenden Dörfern, welche Sie hoffentlich bald kennenlernen werden. Aus Ihrem vorigen Dekanat ist Ihr hohes persönliches Engagement bekannt. Wir wünschen uns, dass Sie die Menschen für die ehrenamtliche Arbeit begeistern können. Ehrenamt ist unbezahlbar. Bei jeder Trauung heißt es, in guten wie in schlechten Tagen. Und im Gemeindeleben ist das nicht anders. Von der Geburt bis zum Sterbebett begleitet ein Dekan und Pfarrer die Gläubigen bei freudigen und traurigen Ereignissen. Einem Dekan wird grundsätzlich ein gewisser Vertrauensvorschuss entgegengebracht. Dessen können Sie, Herr Dekan Dr. Büttner, sich sicher sein, dass Sie in Ihrer neuen Gemeinde willkommen sind. Wir haben längst erkannt, dass Kirchengemeinde heute nicht mehr für sich selbst lebt, sondern mitten in der Gesellschaft. Deshalb freuen wir uns sehr, dass heute auch Herr Landrat Dr. Ludwig, Oberbürgermeister Herr Defner und Domkapitular Dr. Jung aus der katholischen Nachbargemeinde und weitere hochrangige Vertreter zu Gast sind. Als Vertrauensfrau möchte ich Sie hier im Namen der Gemeinde St. Johannes, der Pfarrei Cumbertus St. Johannes, wie auch persönlich, herzlich willkommen heißen. Herzlich willkommen in Ansbach. Hier lässt es sich gut leben. Herzlich willkommen in dieser schönen Kirche. Hier lässt es sich gut beten. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, Gottes reichen Segen für Ihr Wirken, eine glückliche Hand bei den anstehenden Aufgaben und viele interessante, harmonische Begegnungen, welche wir anschließend an den Gottesdienst sicherlich noch haben werden.
Vielen Dank für den Kirchenkreis Ansbach-Würzburg und das Kollegium der Dekaninnen und Dekane des Kirchenkreises heiße ich den Stellvertreter der Regionalbischöfin, Herrn Dekan Oliver Bruckmann, herzlich willkommen und bitte um das Grußwort. Der neue Dekan in Ansbach ist ein Alter im Kirchenkreis. Lieber Matthias, wir kennen uns aus dem unterfränkischen Teil des Kirchenkreises Ansbach-Würzburg wirklich recht gut. Wir haben unter den Dekanen und Dekaninnen sehr gut zusammengearbeitet, finde ich freundschaftlich, interessant, am Puls der Zeit, was die landeskirchlichen Prozesse betrifft, was die Handlungsfelder in einem Dekanat betrifft, in der Verwaltung und so weiter, aber auch in kollegialer Beratung für viele einzelne Fragen, die uns einfach bewegt haben. Weil nun bei deiner Verabschiedung in Bad Neustadt aus Corona-Gründen keine Gelegenheit war, dir dafür auch noch einmal zu danken, mache ich das jetzt hier. Herzlichen Dank dafür, für diese guten Erfahrungen, die wir miteinander gemacht haben in unserem Dekane-Kapitel. Jetzt bist du, wie wir heute gehört haben, also sozusagen in das Zentrum des bayerischen Protestantismus gewechselt. Der westmittelfränkische Teil unseres Kirchenkreises ist traditionell tatsächlich ganz besonders geprägt. Das ist auch historisch bedingt. Es macht einfach einen Unterschied, ob der Markgraf ein ganzes Territorium mit in die Reformation führt, geschlossen, oder ob, wie in dem unterfränkischen Teil, einzelne Obrigkeiten, Fürsten, Grafen, Ritter und so weiter für ihren kleinen Teil die Reformation erstreiten müssen, bedrängt von den katholischen Hochstiften in Würzburg und Bamberg, von den Klöstern in Fulda und Ebrach. Du bist nun hier und das macht den Reichtum unserer Kirche aus, unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Perspektiven. Ich freue mich sehr und darf das für das ganze Kapitel sagen, dass wir weiterhin mit dir zusammen sein, arbeiten, nachdenken und in dieser Kirche leben und wirken können. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute, viel Segen, gutes Gelingen für deinen Dienst jetzt in Ansbach, aber in unserem Kirchenkreis Ansbach-Würzburg. Dir und deiner Familie alles, alles Gute. Damit du an diesen Tag gerne zurückdenkst, aber auch an deine unterfränkische Zeit, habe ich etwas Flüssiges mitgebracht. Der unterfränkische Wein ist auch nicht zu verachten. Das ureigene Betätigungsfeld eines Dekans ist und soll sein, worauf der Name hinweist: das Dekanat.
Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter aller kirchlichen und diakonischen Einrichtungen und Organe des Dekanats. Für das Pfarrkapitel des Dekanats und den Dekanatsausschuss, deren Mitglieder ich herzlich willkommen heiße, spricht jetzt unser Senior Pfarrer Randolf Herrmann das Grußwort. Lieber Herr Dekan Dr. Büttner, liebe Familie, verehrte Anwesende, liebe Gemeinde, nachdem jetzt schon so viel gesagt wurde, möchte ich Ihnen, lieber Herr Dekan, nur noch drei Dinge kurz zurufen im Namen des Dekanatsausschusses und des Pfarrkapitels. Erstens, herzlich willkommen. Herzlich willkommen als unser neuer Dekan, auf den wir uns freuen. Ein herzliches Willkommen auch Ihnen, sehr geehrte Frau Büttner, und der ganzen Familie hier in Ansbach. Wir freuen uns über Ihr Kommen und wir wünschen Ihnen von Herzen einen guten Start. Zweitens, danke für die ersten Impulse. In der ersten Pfarrkonferenz habe ich drei Dinge gespürt: Erfahrung in Leitungsfragen, eine realistische Herangehensweise im Blick auf die anstehenden Herausforderungen, wie zum Beispiel die Landesstellenplanung. Und last but not least, eine Liebe zum Wort der Bibel als der Urkunde unseres Glaubens. Drittens, lassen Sie uns im Dekanatsausschuss und im Pfarrkapitel gemeinsam danach forschen, was es in diesen herausfordernden Zeiten heißen kann, geistlich zu leiten. Geistlich meint ja nicht klerikal, auch nicht traditionell, sondern zeigt an, dass es noch um etwas anderes geht als um säkulares Management in der Kirche, um den Heiligen Geist. Möge Ihnen dabei das Wort Ihrer Einführung heute eine Ermutigung sein, indem der Herr der Kirche seinen Jüngern zuspricht: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und zum Willkommen möchte ich Ihnen miteinander als Familie jetzt ein kleines, auch sichtbares Zeichen überreichen. Und zur geistlichen Leitung finden Sie sicher auch bei Dietrich Bonhoeffer Inspiration. Lieber Herr Dekan, den freundlichen Worten, den herzlichen Grüßen und guten Wünschen möchte ich mich persönlich von Herzen anschließen. Ich möchte danken auch allen für stilles, begleitendes Gebet in dieser Zeit. Das letzte Wort im Reigen, so ist es diesem Anlass angemessen, haben jetzt Sie, lieber Herr Dekan. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, ich könnte jetzt einen ganzen Reigen von Dankeschön sagen. Tue es aber jetzt nicht einzeln persönlich, sondern insgesamt. Ich danke Ihnen allen erstmal, dass Sie hierher gekommen sind und mich heute bei meiner Amtseinführung begleitet haben. Ich muss in die Richtung gucken und natürlich auch in diese Richtung gucken. Ich danke für die guten Wünsche seitens der Vertreterinnen und Vertreter aus unserer Politik, aus unserem kommunalen Bereich. Ich freue mich sehr auf das Miteinander. Die Begegnungen, die ich bisher hatte, waren schon mehr als verheißungsvoll. Ich danke ganz herzlich in Richtung Ökumene. Mich hat ein wunderbarer, freundlicher Brief erreicht
der, denke ich, der Anfang ist von einem guten Miteinander. Ich danke unserem Pfarrkapitel, ich danke Ihnen allen vom Dekanatsausschuss, den Kolleginnen und Kollegen hier für das freundliche Aufnehmen und für die angebotene gute Zusammenarbeit. Ich danke ganz herzlich allen, die diesen Gottesdienst so wunderschön gestaltet haben, musikalisch auch gestaltet haben und letztlich auch denen, die den Gottesdienst übertragen haben, via Zoom ins Internet und in die St. Umbertuskirche. Ganz herzlichen Dank. Und zum Schluss danke ich ganz herzlich meiner Ehefrau, meiner Familie, denn die mussten ja sozusagen diesen Wechsel nach Ansbach mitmachen. Da wird dann der Dekan immer freundlich empfangen und alles dreht sich um ihn. Und die anderen, also die jetzt noch nur hergezogen sind, müssen sich sozusagen ihre Welt selber erobern. Also deswegen ein herzliches Dankeschön an euch, meine Lieben. Vielen Dank. Ich freue mich auf Begegnungen in der Zukunft, wenngleich die jetzt nicht so sein werden wie in Vor-Corona-Zeiten. Aber meine Frau und ich, wir werden jetzt noch vor der Johanneskirche stehen und da kann man vielleicht das eine oder andere Wort noch wechseln. Und dann freue ich mich auf die nächste Begegnung, die wir hier in unserem schönen Dekanatsbezirk Ansbach und der schönen Stadt Ansbach haben werden. Gottes Segen allen Ihnen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und ich freue mich jetzt noch auf die Musik, die es zum Schluss gibt. Auch Dank dafür.